Das Thema heute Abend lautet: Schützt unsere Kinder. Christliche Erziehung statt staatliche Umerziehung. Was steht hinter den verschiedenen Bildungsplänen in Deutschland, aber auch weltweit, aber auch in Baden-Württemberg? Und wie können wir auf diese Bildungspläne, die für Schulen immer mehr verbindlich auch heute sind, darauf reagieren? Ich werde zunächst eine Einleitung und biblische Grundlegung geben, dann etwas sagen über den Generalangriff auf die Seelen unserer Kinder und die Kriminalisierung des Christentums in Schule und Politik. Dann Beispiele bringen, was in heutigen Bildungsplänen für die Schulen steht. Und dann die Frage stellen, was die Bibel zu den Gender-Lehren sagt, zur Gender-Ideologie, die ja heute die einflussreichste Strömung überhaupt weltweit ist, leider. Und dann am Schluss werde ich das Programm ausrufen: Familien-Mainstreaming statt Gender- oder Gender-Mainstreaming, biblische Erziehung statt staatliche Umerziehung. Das ist also das spannende Thema für heute Abend. Die klassische Familie sieht ja so aus. Hier sind Vater, Mutter und Kinder. Könnt ihr das alle sehen? Hier so die klassische Familie. Wenn es nach der Gender-Ideologie geht, sieht Familie so aus. Vater, Mutter, Kinder, zwei Männer, eine Mutter und zwei Kinder, zwei Männer und zwei Kinder, zwei Frauen und ein Kind. Hier gemischt Sexuelle mit Kindern und hier noch andere Varianten. Ja, also das ist das zukünftige Erziehungsprogramm, sodass also alle möglichen Perversionen praktisch abgesegnet werden sollen per Gesetz. Und auch schon den Kleinsten im Schulunterricht soll es beigebracht werden. Ich habe hier auch von Baden-Württemberg speziell den Bildungsplan dabei, und zwar zwei Versionen vom 18.11.2013 unter dem Protest tausender Bürgerinnen und Bürger. Es gab ja eine Unterschriftensammlung mit fast 200.000 Unterschriften. Gegen diesen Bildungsplan wurde das dann geändert in eine etwas abgemilderte Fassung, wo aber immer noch das Gleiche drinsteht. Man hat es nur etwas eingebettet in noch andere Inhalte vom 8. April 2014. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Umerziehung eine flächendeckende Programmatik ist, die nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und weltweit am Rollen ist und wo schon also die Kleinsten umerzogen werden sollen. Ich möchte euch, damit ihr überhaupt versteht, worum es geht und wie das bis zu den letzten Stellen auch in unserem Land kommt, am Anfang einige Beispiele erzählen. Ein Kindergarten in Nordrhein-Westfalen. Eine junge christliche Mutter möchte ihr Kind dort anmelden. Die Leiterin zeigt ihr den Kindergarten und erklärt ihr plötzlich: Übrigens, in unserem Kindergarten sind wir auf dem allerneuesten Stand. Bei uns werden Eltern nicht mehr als Vater und Mutter bezeichnet, sondern als Elter 1 und Elter 2. Also geschlechtsneutral. Außerdem gibt es bei uns eine extra Kuschelecke, in der die Kinder gemeinsam ihre Sexualität entdecken und erforschen können. Also schon im Kindergarten. Als die gläubige Mutter das hört, nimmt sie ihr Kind und verabschiedet sich. Ist da nicht mehr hingegangen, ja. Aber wo geht man noch hin, wenn das so weitergeht? Dann Deutschunterricht an einer Schule in Deutschland. Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesem normalen Unterricht an einer Schule Sätze zuordnen zu verschiedenen Oberbegriffen. Jetzt kommt der Oberbegriff Familie. Da soll zum Beispiel jetzt folgender Satz zugeordnet werden: Wir heißen Peter und Klaus und sind eine ganz normale Familie. Ein weiteres Beispiel, Baden-Württemberg, sehr nah bei uns passiert diese Sache, ich nenne jetzt aber hier keine Namen. Ein christliches Ehepaar ist als Pflegeeltern beim Jugendamt angemeldet. Eines Tages lädt das Jugendamt das Ehepaar zu einem Gespräch ein. Die christlichen Pflegeeltern wundern sich, dass die Mitarbeiterin des Jugendamtes das Glaubensbekenntnis ihrer Gemeinde ausgedruckt auf dem Tisch liegen hat. In diesem Glaubensbekenntnis heißt es, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf. Bezugnehmend auf diese Aussage fragt die Beamtin: Wie stehen Sie zur Homosexualität, also zur gleichgeschlechtlichen Beziehung? Die Christen antworten: Die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde. Daraufhin wird die Beamtin kreidebleich und erwidert: Wenn Sie das so sehen, dann können wir mit ihnen nicht mehr zusammenarbeiten und ihnen keine Kinder mehr zur Pflege anvertrauen.
Noch ein viertes Beispiel, alles aus unserem Umfeld. Ja, wir kennen die Informanten zum Großteil auch persönlich. Nordrhein-Westfalen, so die Gegend um Paderborn ist da besonders betroffen. Die Kinder einer christlichen Familie nehmen nicht am Sexualkundeunterricht an ihrer Schule teil, weil dort die Schamhaftigkeit nicht gewahrt wird. Daraufhin erhalten die Eltern eine Anzeige wegen Schulverweigerung. Und sie werden zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Nachdem die Eltern diese Strafe nicht bezahlen, da sie der Meinung sind, keine Straftat begangen zu haben, werden sie abgeholt zur Erzwingungshaft ins Gefängnis. Schon seit Jahren gibt es immer wieder solche Fälle, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Was ist nur in Deutschland, in der Schweiz, in Europa und vielen anderen Staaten der Erde los? Welcher Geist hat sich hier eingeschlichen? Wo stehen Christen in dieser Zeit? Was kommt auf uns zu? Darum soll es bei diesem Vortrag gehen. Ich kenne sehr gut den lutherischen Erzbischof aus Riga, Janis Vanaks, in Lettland. Wir waren ja einige Male dort mit unseren Kindern. Und er hat Folgendes vor einiger Zeit geschrieben. Dieser Erzbischof ist ein lutherischer Erzbischof. Ich bin kein Lutheraner, aber auch Lutheraner sagen manchmal auch gute Sachen. Ja? Und dieser Erzbischof hat gesagt, ich erinnere mich, dass ich als Kind etwas von einem Staat las, in dem die Hunde mit Polizeimethoden gezwungen wurden zu miauen und die Katzen gezwungen wurden zu bellen. Aber ich habe bis heute gedacht, dass solche Vorkommnisse in das Reich der Fabeln und Fantasien gehören. Dennoch scheint es, dass ich mich geirrt habe. Bisher, so sagt Vanaks, war es der Welt halbwegs klar, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass der Mann nicht dasselbe ist wie die Frau und die Frau nicht dasselbe wie der Mann. Seit einigen Jahrzehnten aber behauptet eine der größten Bewegungen sowohl in der Welt als auch in der Kirche das Gegenteil und ist mit allen Mitteln bemüht, wirklich mit allen Mitteln, ihre Ansicht in das Bett des Prokrustes zu zwingen, Zitat Ende. Also er meint, durchzudrücken. Vanaks steht mit dieser Aussage im Gegensatz zu vielen Menschen in sogenannten Kirchen, die inzwischen genau die Ansicht vertreten, die Janis Vanaks von der Bibel her und so wir auch ablehnt. Wir lehnen das ja auch ab von der Bibel her. Aber dass es so weit kommen konnte, liebe Geschwister, ist ein Zeichen der Endzeit. Ein Zeichen, dass wir in der Zeit leben, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt. Die Bibel sagt, dass vor der Wiederkunft Jesu der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde auftreten wird. Und sein falscher Prophet, der Antichrist und sein falscher Prophet. Und viele lassen sich von diesen verführen. 2. Thessalonicher 2, Matthäus 24 und viele andere Stellen machen das deutlich. Die Helfer des Menschen der Sünde sitzen bereits an einflussreichen Stellen in Regierungen, Kirchen, Gerichten, Medien und sind eifrig am Wirken, während viele Christen leider immer noch schlafen. Ich habe jetzt einige Christen gehört, die gehen auch prinzipiell nicht zur Wahl, aber da habe ich gesagt, da dürft ihr auch nicht meckern, wenn es nachher alles immer noch schlimmer wird. Liebe Geschwister, wir lesen, was Gott selber in seinem Wort über das Wesen des Menschen der Endzeit voraussagt. In 2. Timotheusbrief Kapitel 3 steht Folgendes zu lesen. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, also in unserer Zeit, schlimme, wörtlich steht hier sogar besessene Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, der Feind des Guten, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust, das Vergnügen, die fleischlichen Lüste mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Sind also Heuchler. Solche Menschen meide, sagt uns Gott in seinem Wort. Und dann heißt es noch weiter, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.
Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Ich beobachte, dass wir heute eine zunehmende Zahl solcher Menschen in unserer Gesellschaft leider haben, die selber verführt wurden und dann auch andere weiter verführten. Menschen mit zerrütteten Sinnen. Aber auch auf sie wollen wir evangelistisch zugehen, weil auch Gott sie rufen möchte zur Umkehr und einlädt. Und was sagt Gottes Wort über seine Jüngerinnen und Jünger voraus? Es heißt dann weiter in 2. Timotheus 3, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und ich denke, wir stehen kurz davor, auch in Deutschland. Manche werden schon verfolgt, die konsequent sind. Ich habe Beispiele ja am Anfang genannt. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger, desto schlimmer. Sie verführen und werden verführt. Du aber, das gilt für Kinder und Jugendliche und Erwachsene, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk gerecht. Wie gut, dass wir Gottes Wort noch haben, obwohl auch eine zunehmende Zahl von Kräften innerhalb und außerhalb der Kirchen daran ist, das Wort immer mehr zu verfälschen. Auch da wollen wir wachsam sein, nur wortgetreue Übersetzungen lesen, ganz wichtig in der Endzeit, dass wir nicht verführt werden. Satan gebraucht eine Doppelstrategie, um die Gemeinde zu verführen. Und beide Begriffe fangen mit V an. Verfolgung und Verführung. Die Gemeinde zu zerstören durch Verfolgung und durch Verführung. Die Verfolgung allerdings ist weniger gefährlich geistlich gesehen als die Verführung. Denn die Verfolgung lässt das Echte hervortreten. Wer wirklich echt ist, wird sich in der Verfolgung bewähren, wird dem Herrn treu bleiben. Wer aber unecht ist, wird abfallen. Und die Verführung allerdings spaltet, weil es dann mitten durch die Gemeinden geht. Die einen lassen sich verführen, die anderen nicht. Ich bin oft erschüttert, welche wachsende Zahl von ehemaligen Geschwistern es gibt, die auch ich kenne, die plötzlich ganz woanders stehen. Nicht mehr auf der Grundlage des Wortes Gottes allein, sondern sich irgendwelchen mystischen Strömungen, pseudocharismatischen Strömungen, ökumenischen Vermischungen geöffnet haben, Bibelkritik anwenden. Also es gilt wirklich wachsam zu sein, dass wir in dieser Endzeit uns nicht vom schmalen Weg mit dem Herrn wegziehen lassen. Heute wird in vielen Gemeinden, auch in unserer Stadt, ich möchte gar keine Namen nennen, ein modernes, weltförmiges, sogenanntes Christentum verkündigt, das mit Rockmusik, Kino, Show, Tanz und Theater gleist und schillert. Aber wo wird noch das ernsthafte Wort Gottes verkündigt? Jesus allein, das Wort Gottes allein, Glaube und Gnade allein. Nein, Menschen treten in den Mittelpunkt, werden bejubelt, beklatscht, Showveranstaltungen wie im Fernsehen, eine endzeitliche Situation. Aber die Menschen, die sich darauf einlassen, merken gar nicht, dass dann folgender Grundsatz wahr wird, nämlich, der heißt, wenn man die Welt in die Gemeinde holt, wird die Gemeinde zur Welt. Denkt mal drüber nach, ja. Ist im Grunde ganz einfach zu verstehen. Ja, wer die Welt in die Gemeinde holt, solche modernen weltlichen Methoden, der macht die Gemeinde zur Welt. Besonders gefährlich, liebe Brüder und Schwestern, ist die Verführung auf moralisch-ethischem Gebiet. Die antichristlichen Mächte und ihre Vorläufer versuchen besonders, die Kinder und Jugendlichen in ihre Fänge zu bekommen. Denn den Kindern gehört die Zukunft. Es ist ein Generalangriff auf die Seelen unserer Kinder im Gange. Sie sollen dem Elternhaus entzogen und Einflüssen einer Umerziehung ausgesetzt werden, die sich Eltern nicht im Traum vorstellen können. Der Hintergrund, und das muss ich einige Fachbegriffe nennen, liegt in der neomarxistischen Reformpädagogik. Der Neomarxismus ist eine neue Form des Kommunismus, der sehr stark soziologische und psychologische Theorien, insbesondere die Psychoanalyse von Sigmund Freud, einbezogen hat. Er wurde in den Jahren der 68er Studentenrevolution bei uns im Westen sehr einflussreich
und hat den Marsch durch die Institutionen angetreten, bis hinauf in Regierungen, Kirchenleitungen, Presseredaktionen, Gerichtsbarkeiten und so weiter. Man hat also versucht, überall die Macht einzunehmen und ist inzwischen weitestgehend schon ans Ziel gekommen. Wir haben im Grunde eine neomarxistisch unterwanderte Gesellschaft von der Spitze her, von den Dachverbänden her, auch im christlichen, auch im evangelikalen Bereich, wenn man genauer nachschaut. Und diese neomarxistische Reformpädagogik steht in Verbindungen, und das ist das Gefährliche, mit den Bewegungen des Radikalfeminismus und Genderismus. Wer hat den Begriff Feminismus schon mal gehört? Ja, doch einige. Das heißt lateinisch Femina, die Frau. Es ist die Frauenrechtsbewegung, die hat auch viele berechtigte Ziele gehabt. Wahlrecht, ja, dass Frauen auch Arbeitsplätze einnehmen können und manches andere, was früher ihnen verwehrt war. Aber heute will man die Geschlechtsunterschiede aufheben, will das Recht auf Abtreibung, also Tötung des ungeborenen Kindes im Mutterleib durchsetzen, was auch weitestgehend schon gelungen ist und so weiter. Das ist der Radikalfeminismus. Und der Genderismus kommt von lateinisch genus, das Geschlecht. Und es wird jetzt behauptet, der Mensch ist nicht mehr das, als was er geschaffen wurde von Gott, sondern er erschafft sich selber. Ich selber bestimme jetzt, ob ich Männlein oder Weiblein sein will. Ja, das ist der Genderismus, die einflussreichste Strömung in der Gegenwart. Vielleicht haben manche, ich habe selber keinen Fernseher, aber es hat sehr überall rumgesprochen, dieser Eurovision-Schlagerwettbewerb verfolgt. Da ist jetzt praktisch der Prophet des Genderismus bejubelt worden. Also einer der wie soll man es nennen, einer der Messias dieses Genderismus. Ein Mensch an sich ist ein Mann, aber er hat sich verwandelt in eine Frau und hat aber gleichzeitig den Bart sich noch angeklebt, sodass es ein Zwitterwesen praktisch sein sollte. Das soll der Mensch der Zukunft sein, ja, der sich selber erschafft und nicht mehr Gott als den Schöpfer und auch als den Erlöser anerkennt. Im Grunde der Antichrist, ja, wir sehen eine dämonisch inspirierte Bewegung. Er setzt sich an die Stelle Gottes und gibt vor, er sei Gott, 2. Thessalonicher 2. Dieser Mensch der Endzeit ist jetzt überall bis hinein in die Schulen und Kindergärten am Wirken. Nicht überall, es gibt natürlich schon auch noch Ausnahmen, wo auch Lehrerinnen, Lehrer, Kindergärtnerinnen das durchschauen, da nicht mitmachen. Aber im Grunde durch die Ausbildung schon, durch Universitäten, durch Regierungsprogramme, durch Bildungspläne, werden die Leute immer mehr Gehirn gewaschen und auch gesteuert, manipuliert. Nun, diese neomarxistische Reformpädagogik oder Frankfurter Schule, wie es auch genannt wird, betreibt einen massiven Angriff auf Gott und seine guten Ordnungen. Das Hauptziel ist, alle überlieferten Werte und Autoritäten, insbesondere biblisch-christliche Werte, zu hinterfragen und abzuschaffen. Die Autorität Gottes soll abgeschafft werden, die Autorität eines intakten Elternhauses mit Vater und Mutter, die Autorität verantwortungsbewusster Lehrer und Erzieher, und an ihre Stellen sollen sozialistische Umerzieher, also Veränderungsagenten, treten. Dafür muss man die Kinder schon von Anfang an, möglichst schon gleich nach der Geburt oder im ersten oder zweiten Lebensjahr, dem Elternhaus entfremden, also wegnehmen, in Krippen sperren. Kennt ja diese Politik. Möglichst viele Krippenplätze überall. Das ist das Ziel, die Kinder fremd zu erziehen. Man will dann den Kindern schon von frühester Zeit an angebliche sexuelle Bedürfnisse aufzeigen, obwohl Kinder so etwas noch gar nicht haben. Das fängt erst so im Laufe der Pubertät an, wenn die Sexualhormone überhaupt erst zunehmen. Bei Kindern ist überhaupt noch kein Bedarf nach sowas. Ja? Ich habe gerade kürzlich einen Vortrag von einer gläubigen Erzieherin gehört an der Schule in Mühlacker, die hat das ganz klar gesagt. Die Regula Lehmann war das, ja. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Sexualerziehung, Familiensache. Es ist Familiensache. Und bei den Kindern vor dem 12. Lebensjahr ist das in der Regel überhaupt kein Thema, allein schon vom biologisch-hormonellen her. Aber man will das schon den Kindern aufdrängen, obwohl sie eine behütete Kindheit wollen. Sie wollen gar nicht mit solchen Dingen konfrontiert werden. Kinder, die normal empfinden sind, in einem normalen Elternhaus aufwachsen. Aber man will ja alles zerstören, auch vor allem die traditionelle Familie, bestehend aus Vater, Mutter und, wenn Gott es schenkt, Kindern. Stattdessen sogenannte alternative Lebensformen, wie hier schon gezeigt. Dann eben auch die anti-autoritäre Erziehung, dass die Kinder selbst bestimmen sollen, was sie lernen wollen, über sich selber alles entscheiden. Aber dass eben keine festen Autoritäten mehr da sind, das hat die Kinder und Jugendlichen
nicht zu mehr Selbstverwirklichung geführt, sondern hineingestürzt in Chaos, in Verzweiflung, in Depression, in Drogenelend. Sie wissen nicht mehr, was oben und unten, was links und rechts ist. Sie sind überhaupt haltlos heute, viele Kinder. Deshalb sieht es so aus auf den Straßen. Diese Bierflaschen, die man heute überall findet, ja. Eine Gesellschaft ohne Werte. Und man will eben auch die Autorität Gottes und seiner Vertreter untergraben und in den Kirchen die Macht übernehmen, was, wie erwähnt, schon weitgehend gelungen ist. Natürlich auch in den Massenmedien. Das ist der allererste Angriffspunkt. In den Massenmedien, Radio, Fernsehen, auch im Internet will man überall dieses Programm verkündigen. Besonders aktiv ist heute die sogenannte homosexuellen Bewegung. Ich muss da etwas zitieren, und zwar aus einem Buch von Janet Folger, das bereits 2005 in USA erschienen ist. Es trägt dort den Titel The Criminalization of Christianity. Read this before it becomes illegal. Zu Deutsch, die Kriminalisierung des Christentums, lesen Sie das, bevor es verboten wird. So heißt dieses Buch. Und Kriminalisierung heißt, dass man jemanden zum Verbrecher erklärt, der gar kein Verbrecher ist, also ins Gefängnis dann liefern kann. Das hat man in Russland auch gemacht, mit allen möglichen fadenscheinigen Anschuldigungen. Genauso läuft es heute auch. Und Janet Folger schreibt darin einen Schlüsselsatz. Sie sagt, das letztendliche Ziel der homosexuellen Bewegung ist die Kriminalisierung des Christentums. Zitat Ende. Es geht gar nicht wirklich um die Befreiung, die sexuelle Revolution dieser Menschen. Das ist ja nur eine kleine Minderheitsgruppe, höchstens 3% in Deutschland. Sondern auch diese werden instrumentalisiert von sozialistischen Veränderungsagenten, um Gott zu treffen, um die Gläubigen zu treffen, um sie verfolgen zu können. Das ist das eigentliche Ziel. Also auch diese ganzen Homosexuellen, es gibt natürlich auch viele Aktivisten, aber die Mehrheit ist auch eine schweigende Mehrheit, die gar nichts mit diesen Kämpfen zu tun haben will. Auch sie werden missbraucht, also instrumentalisiert, sagt man. Und deshalb, wir wollen da auch unterscheiden zwischen Menschen, die homosexuell empfinden, die das aber nicht ausleben, weil sie erkennen, das ist vor Gott nicht richtig, und die auch wirklich beten, dass Gott Veränderung schenkt. Ja? Auch denen wollen wir dann seelsorgerlich helfen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch aggressive Aktivisten, und das sind praktisch diejenigen, die sich da von diesen sozialistischen Veränderungsagenten vor den Karren spannen lassen in unserer Gesellschaft. Aber im Hintergrund agieren noch ganz andere Mächte, die zum Teil auch sehr, sehr viel Geld haben. Einflussreiche Großkonzerne und solche Dinge haben die homosexuellen Bewegung mit Milliardensummen gesponsert, in USA vor allem. Ja, das gibt schon zu denken, was da eigentlich noch im Hintergrund alles mitschwimmt. Und nun wurde am 25. April 1993 bereits bei einem Gay Pride March die sogenannte homosexuellen Agenda verabschiedet, also die Handlungsanweisung, was die Ziele sind für die nächsten Jahrzehnte, die alle erreicht werden sollen, weltweit. Und das wirkt sich auch bis in den kleinsten Kindergarten in Deutschland schließlich aus oder soll sich auswirken. Folgende Ziele, die lese ich euch einfach mal vor. Ich habe das nicht so formuliert, aber ja, ich muss einfach euch das zur Kenntnis geben. Erstens, alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise einschließlich Pädophilie legalisiert werden. Weiß jemand, was das ist? Ja, ich will es jetzt, weil auch Kinder da sind, nicht näher erklären. Sodomiegesetze ist also, was eben mit diesen sexuellen Abartigkeiten wie bei Sodom und Gomorra zu tun hat. Ja? Und Pädophilie ist praktisch zu Deutsch gesagt Kinderschändung. Ja? Soll auch legalisiert werden. Stand übrigens in der Anfangszeit auch in den Programmen der grünen Parteien drin. Ich habe das schon in den 80er Jahren entdeckt und auch publiziert, diese Dinge, die da geplant waren. Das zweite Ziel der homosexuellen Agenda lautet, die Verteidigungshaushaltsgelder sollen umgewandelt werden, um AIDS-Patienten medizinische Versorgung zu ermöglichen. Das ist ja recht und schön. Aber dann heißt es, und um Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen. Verstanden? Ja, will ich nicht näher erklären jetzt. Drittens, die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption soll legalisiert werden, also erlaubt werden. Viertens, und das wird jetzt für uns ganz akut, homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden.
Und deshalb gibt es heute etwa diese Regenbogenbewegung. Nicht? Diese Regenbogenbewegung. Rainbow. Nicht? Ich habe das auch hier dabei, viel Material, wenn es interessiert. Die bringen auf allen Ebenen diese Umerziehungsprogramme. Das hier zum Beispiel, was ich euch gezeigt habe, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln. Nicht? Das heißt hier Regenbogenfamilien in Schulenunterricht. Und das sind alle möglichen sexuellen Perversionen hier dargestellt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, Come in, wir sind offen, lesbisch, schwul, bi, hetero, trans, Schule der Vielfalt. So sieht die Schule der Zukunft aus, wenn es nach diesen Systemveränderungen geht. Homosexuelle Erziehungsprogramme auf allen Ebenen. Fünftens, es sind 8 Ziele hier genannt. Fünftens, Verhütungs- und Abtreibungsdienste, Tötung ungeborener Kinder, sollen verfügbar gemacht werden für alle Personen, unabhängig vom Alter. Also auch für Minderjährige. Schöne neue Welt, kann ich da nur sagen. Ja. Ihr wisst, wie ich das meine. Sechstens, ich zitiere nur, Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen. Und siebtens, religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen, ratet mal, was sollen die? Verboten werden. Da haben wir es. Das heißt Predigtverbot. Und dann kann man die Prediger, die das trotzdem sagen, von der Kanzel holen und dahin tun, wo man es früher auch schon gemacht hat. Und dann heißt es noch als achtens, Organisationen wie etwa die Pfadfinder sollen dazu gebracht werden, homosexuelle Gruppenführer zu akzeptieren und so weiter und so weiter. Es ist so schlimm, auch so daneben und unbiblisch, dass man solche Dinge gar nicht aussprechen möchte. Und es ist auch schwer. Genderismus ist, so habe ich mal definiert, der vom radikalen Feminismus und Neomarxismus angestoßene selbstüberhebliche Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen, mit allen Folgen von der Veränderung der Kleidung, da fängt es ja schon an, ja? Ja, man achte darauf, wie man sich auch kleidet schon, von der Veränderung der Kleidung bis hin, und das ist dann die Endstufe, zur operativen Geschlechtsumwandlung. Genderismus, der heute bis in die Politik und die Kirchen hinein sehr einflussreich ist und in die Schulen hinein, besitzt besonders in der homosexuellen und Lesbenbewegung seine Verankerung. Was sind die Vordenker? Es gibt verschiedene Vordenker, einen davon möchte ich hier nennen. Der hat den schönen Namen John Money, so wie das englische Wort für Geld. Er heißt also praktisch Deutsch, auf Deutsch Johann Geld, ja, also John Money. Monet geschrieben. Er ist inzwischen gestorben. Er hat bereits in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Theorie aufgestellt und auch praktisch versucht nachzuweisen durch Menschenexperimente, dass das Geschlecht eines Menschen nicht vom Schöpfer gegeben, sondern erst mit etwa 3 Jahren entwickelt sei und sich vorher beliebig verändern lasse. Und dann hat er folgendes sehr grausamen Versuch gemacht und nicht nur einmal. Er hat zum Beispiel 1966 den jungen Bruce Reimer, also einen Buben, umoperiert. Er war verstümmelt durch eine Genitalbeschneidung und dann hat er ihn zu einem Mädchen namens Brenda versucht umzuwandeln. Hat ihn kastrieren lassen, überschwemmt ihn mit weiblichen Hormonen, steckt ihn in Mädchenkleider. Als Bruce 14 Jahre alt war, ich nenne ihn immer noch Bruce, obwohl das heute als Diskriminierung gewertet würde, wenn man dann nicht Brenda nennt. Das ist auch so ein Punkt. Ja. Aber Bruce nennen wir ihn weiterhin. Als er 14 Jahre alt war, erfuhr er davon und versuchte verzweifelt, die Umwandlung rückgängig zu machen. Rückgängig zu machen. Er hat gemerkt, dass er ein Junge ist, ein junger Mann. Und im Jahr 2004 schließlich nahm er sich das Leben. Das war das Ergebnis dieses Menschenexperiments. Aber das ist einer der Vordenker dieser Bewegung, die heute flächendeckend ausgebreitet werden soll. Andere von Mannys Opfer haben sich zusammengeschlossen zu Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen. Es gibt aber auch noch vernünftige Wissenschaftler. Zum Beispiel Professor Dr. Manfred Spreng. Er ist Professor für Physiologie und Biokybernetik. Er hat in seinen Studien die grundlegenden Unterschiede zwischen Mann und Frau nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen. Natürlich, was die Geschlechtsorgane geht, ist ganz klar. Auch wenn man noch so viel operiert, das lässt sich nicht verändern.
Und das andere ist zum Beispiel, einige Beispiele, es gibt ein unterschiedliches Volumen des Gehirnkerngebiets. Der Mann hat ca. 0,27 Kubikmillimeter, die Frau ca. 0,12 Kubikmillimeter. Es gibt eine unterschiedliche Neuronenanzahl, beim Mann ca. 35.000, bei der Frau ca. 20.000. Die Frau hat einen geringeren Langsamwellenschlaf und deshalb häufiger Schlafstörungen als bei Männern üblich normalerweise. Die Frau hat eine stärkere Vernetzung der beiden Hirnhälften als der Mann. Die Frau hat in der Regel eine bessere Sprachbegabung und die Männer in der Regel, es gibt auch da Ausnahmen natürlich, eine bessere mathematische Begabung. Wenn die Mutter fehlt, haben die Kleinkinder mehr Angst, als wenn der Vater fehlt. Auch das ist experimentell vielfach bewiesen. Also es gibt Unterschiede. Die Geschlechter lassen sich nicht ausgleichen oder einfach ignorieren. Aus biblischer Sicht ist Gender Mainstreaming Sünde, nicht Gott gewollt und zum Scheitern verurteilt. Nun ist es ja so, dass dieses Gender von höchsten Stellen gefördert wird. Was ist die allerhöchste Stelle zurzeit in unserer Politik, weltweit gesehen, mit Sitz in New York? Die UNO, United Nations Organization, Vereinte Nationen. Und in Europa, wir haben ja jetzt demnächst Europawahl, Europäische Union mit Sitz in Brüssel, da sitzt an sich die Machtzentrale, Straßburg ist das Parlament, aber die eigentlichen Aktivisten oder Kommissare, wie man das da alles jetzt nennt, die sitzen ja in Brüssel. Schon über 80 oder 90% der Gesetze, der deutschen Gesetze auch, werden in Brüssel gemacht, nicht mehr in Berlin. Ist vielen vielleicht noch gar nicht bewusst. Deshalb ist die Europawahl jetzt wichtiger als die Bundestagswahl. Jedenfalls haben es die Gender-Ideologen geschafft, bis in höchste politische Parteien und Spitzengremien hinein Einfluss zu nehmen. Etwa bei der UNO, bei der Europäischen Union. Im Amsterdamer Vertrag wurde das festgeschrieben, 1997 wurde der Genderismus das offizielle Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union. Deshalb wissen wir, wie das von höchster Stelle verordnet ist. Deshalb müssen auch in der Stadt überall Gleichstellungsbeauftragte sein und so weiter und so fort. Ja, das ist also alles schon da. Wie gut, dass wir wissen, dass unser Herr der Sieger ist über all diese Dinge. Aber noch müssen wir durch die Endzeit hindurch. Und man hat auch eine Lobbyarbeit betrieben in den Kirchen. Ihr wisst ja, in den Landeskirchen, das ist nichts Unnormales mehr, in Anführungsstrichen, dass homosexuelle Pfarrer in den Pfarrhäusern sogar schon zusammenleben. Das wurde ja in den Kirchensynoden abgesegnet, auch in fast allen Synoden bereits in Deutschland. Obwohl die Bibel ja völlig ganz das Gegenteil sagt und sagt, dass das ein Gräuel ist vor Gott. Man hat auch neue Sprachregelungen eingeführt, eine gendergerechte Sprache, steht übrigens auch im Bildungsplan für die Schulen in Baden-Württemberg drin, eine gendergerechte Sprache muss eingeführt werden. Zum Beispiel gab es jetzt eine Universität, da redet man nicht mehr von Herr und Frau Professor, sondern von Herr Professorin und Frau Professorin. Das soll offenbar die gendergerechte Sprache sein. Herr Professorin, also wenn es ein Mann ist. Ja. Also es ist schon manchmal irr, ja, wenn man so manches sieht. Aber das Gefährliche ist, dass neue Krankheiten eingeführt wurden. Wahrscheinlich sind die meisten von uns hier krank, ohne es zu wissen. Die neue Krankheit heißt Homophobie. Kann sich jemand darunter was vorstellen? Hört man oft in den Nachrichten, ja, homophobe Demonstranten und was da alles gesagt wird. Das ist, wenn einem unterstellt wird, wir hätten Angst, Phobie vor Homosexuellen. Ich habe aber keine Angst, sondern ich will ihnen helfen, dass sie zur biblischen Schöpfungsordnung finden, so wie es Gott in seinem Wort bestimmt hat, zur Ehe von Mann und Frau. Ja, das hat mit Angst überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, das ist Liebe. Ja, wir lieben den Menschen und wollen, dass der Sünder umkehre in seinem Weg und zum Kreuz von Golgatha komme, wo er Erlösung finde durch das Blut Jesu Christi. Das möchte ich auch in diesem Vortrag sagen, weil das ist das Zentrum des Evangeliums und jeder Mensch kann Erlösung finden, wenn er umkehrt zu Jesus Christus und sein Erlösungswerk annimmt. Und er kann auch Veränderung erfahren. Aber auch das will man einem heute verbieten, dass man diesen Menschen hilft. Die sind ja normal, ihr seid nicht normal, so wird es heute bezeichnet. Wisst ihr noch, in meiner Kindheit, in den 50er Jahren, ich bin ja in den 50ern noch geboren,
Ich sage immer, ich bin kein 68er, sondern ein 58er. Ja, wenn man die 68er-Bewegung hier kennt, wie verheerend die sich ausgewirkt hat. Ich habe aber meine 68er-Zeit mit 10 Jahren auch schon miterlebt. Da kann ich euch ein anderes Mal davon erzählen. Lassen wir das jetzt. Aber jedenfalls ist es die Liebe Jesu, die uns dazu anleitet, solchen Menschen das Evangelium zu sagen und sie zur Veränderung einzuladen. Wir sollten bei den Sprachregelungen nicht stehen bleiben, sondern umgekehrt sagen, wir sind nicht homophob, aber ihr seid ehephob. Ihr habt eine Ehephobie, eine Angst vor der Ehe, wie es die Bibel sagt. Ich wollte sagen, in den 50er Jahren, da gab es noch Gesetze, da waren homosexuelle Handlungen verboten, standen unter Strafe. Das war noch bis in die 60er Jahre hinein in Deutschland. Weiß heute vielleicht kaum noch jemand von den Jüngeren. Ja, die Älteren wissen es. Und das hat sich dann in den 60er, 70er Jahren mit den neuen Gesetzen, sexuelle Revolution, wie das dann alle hieß, sich geändert. Aber heute wird das bestraft, was damals erlaubt war, und es wird das erlaubt, was damals verboten war. Es haben sich die Gesetze total geändert. Wie kann das sein? Das ist ideologisch, weltanschaulich begründet. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Das sind reine Weltanschauungen. Ideologisch, ja, sagt man, wenn es nicht sachlich ist, sondern irgendwie von einer voreingenommenen Meinung geprägt. Die Gesetze wurden total verändert, ja sogar ins Gegenteil verkehrt. Jetzt werden Christen bestraft, die das Sünde nennen, was früher auch noch vom Gesetz her bestraft wurde. Aber heute darf es nicht mehr bestraft werden, sondern man setzt das auf den Thron. Im Wikipedia-Lexikon steht unter Genderismus Folgendes zu lesen. Der Begriff wurde erstmals 1985 auf der 3. UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später, 1995, auf der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking propagiert. Bekannt wurde Gender Mainstreaming insbesondere dadurch, dass der Amsterdamer Vertrag 1997-99 das Konzept zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union machte. Und im Artikel 2 des Lissabonner Vertrags, man kann sagen, die Europäische Verfassung der EU, da steht Gleichheit als einer der Grundwerte der EU. Gleichheit, nicht nur Gleichberechtigung, Gleichheit und von Mann und Frau. Das gibt es nicht, aber es wird hier ideologisch propagiert. Politisch versucht man es durchzudrücken. Nun, und jetzt kommen wir noch zu den Bildungsplänen. Es wird ein bisschen länger gehen heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe ja hier diese Bildungspläne dabei, von Baden-Württemberg speziell. Aber das ist ja nur ein Muster für das, was weltweit geschieht, in vielen Ländern. Vielleicht mit Ausnahme momentan von Russland. Ja. Das ist einer der Gründe, warum Putin so gehasst wird. Ich will ihn auch nicht vergöttern. Er hat genauso Fehler wie andere Politiker. Aber er hat in Einklang mit der orthodoxen Kirche, die noch sehr einflussreich ist, gesagt, das ist ein Gräuel, was da im Westen geschieht bezüglich dieser Dinge. Und da hassen sie ihn jetzt noch mehr. Ja. Also es ist ja im Grunde ein Ost-West-Konflikt, wo es aber auch um Wertfragen geht, um religiöse Fragen, sage ich mal ganz allgemein. Spielt auch eine Rolle. Aber lassen wir dieses Thema, ein ganz anderes Thema. Und da passieren Fehler auf beiden Seiten. Ist manches nicht, vieles nicht richtig. Die EU will sich erweitern und Russland will sich auch erweitern und lässt nicht zu, dass man Russland zu nahe rückt jetzt. Ja, und, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, deshalb sage ich, in vielen Ländern, aber noch nicht weltweit ist es durchgedrückt. In Baden-Württemberg nun, in unserem Bundesland, wo wir hier leben, in Pforzheim, da gab es ja diese zwei Versionen. Die erste Fassung, die war wirklich knallhart. Knallhart. Die zweite Fassung, die ist jetzt so sanft formuliert und dadurch noch viel verführerischer. Versteht ihr? Um es mal mit einem Wort zu sagen. 2013, das muss so gemacht werden und so. Und jetzt, das kann so gemacht werden. Jetzt haben sie es etwas zurückgerudert. Also die Proteste haben wirklich etwas genutzt. Aber es steht immer noch drin. Ich möchte euch ein paar Zitate mal nennen, was da so drin steht in den Bildungsplänen für die Schulen. Ja? Das ist also, was im Unterrichtsstoff kommen soll. Erstmal die ältere Version, damit wir wissen, warum auch die Proteste so gewaltig waren. Da steht zum Beispiel drin, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da drin stand. Auf Seite 12 in der
Version von 2013. Da stand, ich zitiere, Schülerinnen und Schüler. Natürlich auch hier immer die zweigeschlechtliche Formulierung, ist ja heute auch schon gendermäßig immer vorgeschrieben. Schülerinnen und Schüler kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens von oder mit LSBTTI-Menschen, stand da drin. Ja, was sind denn LSBTTI-Menschen? Am Anfang stand noch Q dabei. Ich muss es kurz sagen, entschuldigt bitte. Das heißt zu Deutsch, L ist lesbisch, S ist schwul, B ist bisexuell, T ist transgender, also zum anderen Geschlecht sich selber fühlend. Das zweite T ist transsexuell, wenn man sich umoperieren lässt dann auch noch. I ist intersexuell, wenn man nicht weiß, ob man Mann oder Frau ist. In Australien hat jemand jetzt sich definieren lassen als Es. Er ist weder er noch sie, er ist ein Es. Auch sehr seltsam. Ja. Und dann gab es noch Q-Menschen. Das heißt quer, alles querbeet. Also Sodom und Gomorra pur. Und das steht hier im Bildungsplan. Nochmal, Schülerinnen und Schüler kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens von oder mit LSBTTI-Menschen und reflektieren die Begegnungen in einer sich wandelnden, globalisierten Welt. Nämlich klassische Familien, die werden immerhin noch erlaubt, ja, schön. Klassische Familien, Regenbogenfamilien. Single, Paarbeziehungen, Patchwork-Familien, Einelternfamilien, Großfamilien, auch sehr schön, ja. Und dann aber geht's los, Wahlfamilie ohne verwandtschaftliche Bande, Schwule, Lesbische, Transgender und soweit bekannt, intersexueller Kultur. In Musik, bildender Kunst, Literatur, Filmschaffen, Theater und neue Medien. Also in allen Medien soll das studiert werden. Zitat Ende. Das war die frühere Fassung. Und dann werden Vorbilder für die Jugend propagiert in diesem Bildungsplan von 2013. Nicht mehr Jesus Christus, nicht die Apostel und Propheten, sondern die Vorkämpfer der sexuellen Revolution. Das sollen jetzt die Vorbilder der Jugend sein. Was sie leiden mussten für ihren Kampf, wie sie zu Märtyrern wurden. Ja, das sollen die Vorbilder sein bei der grün-roten Regierung. Da heißt es, ich zitiere Seite 28 von der Fassung 2013, die Geschichte der Unterdrückung von bi-, homo-, trans- und intersexuellen Menschen, der Emanzipations- und Befreiungsbewegungen und so weiter. Ja, ich lese jetzt nicht weiter, das reicht schon. Kritische Leser haben die Einseitigkeit, die totale ideologische Einseitigkeit dieses Arbeitspapiers aufgedeckt. Der Lehrer Gabriel Stengle etwa aus Rohrdorf bei Nagold startete bereits Ende November 2013 im Internet eine Petition, also eine Art Volksbegehren, gegen den Bildungsplanentwurf. Und diese wurde innerhalb weniger Wochen von 192.000 und noch ein paar weitere Menschen unterschrieben. Wir haben auch unterschrieben, auch viele von uns hier. Und ich war jetzt kürzlich in der Gemeinde in Drossingen, da waren 600 Leute beim Vortrag, da haben auch praktisch alle unterschrieben gehabt. Drossingen war der Ort mit den meisten Unterschriften neben Korntal. Ja, also es war sehr erfreulich, diese vielen Menschen dort zu sehen, die auch das unterschrieben hatten. Und das hat wirklich dazu geführt, dass man es jetzt ein bisschen abgemildert hat. Und das möchte ich euch dann gleich noch sagen. Aber die Frage ist, steht es jetzt nicht mehr drin? Ich lese jetzt aus dem neuen aktuellen Bildungsplan auch noch ein paar Zitate. Also wisst, was jetzt der Entwurf ist, nachdem die Proteste waren. Am Anfang steht, es sind jetzt mögliche Inhalte. Sie sind als Vorschläge und Anregungen zu begreifen. Das ist mal also wirklich ein bisschen zurückgerudert. Das ist erfreulich, ja. Aber dann heißt es wieder auf Seite 2, unter allgemeine Leitperspektiven, Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Toleranz heißt Duldung, Akzeptanz heißt, wir müssen es annehmen, dass es so ist und dass es richtig ist und nichts mehr dagegen sagen. Das heißt Akzeptanz, das geht noch einen Schritt weiter als nur, wenn man es toleriert. Und was soll man tolerieren? Zum Beispiel Vielfalt in personaler, religiöser, geschlechtlicher, kultureller, ethnischer und sozialer Herkunft. Man hat das jetzt eingebunden in andere Kriterien. Vorher waren es fast nur die sexuellen Punkte und jetzt hat man auch noch kulturell, ethnisch, religiös dazu geschrieben, schön eingebunden, verpackt, aber es steht noch genau das Gleiche da, nur ist es jetzt etwas versteckter, versteht ihr? Dadurch ist es gefährlicher noch geworden. Und sogar das christliche Menschenbild kommt auf Seite 2 vor und gleichzeitig alle diese Dinge, die man akzeptieren soll. Ja gut, wenn man in die verweltlichten Kirchen schaut, die haben ja auch ein pseudo-christliches Menschenbild. Das ist ein weiter Begriff. Was heißt heute christliches Menschenbild? Auch bei christlichen Parteien, die sich so nennen, ja, mit C und so weiter. Was ist da alles noch christlich? Was ist nicht mehr christlich? Das ist ein anderes Thema. Ja, und dann
heißt es unter dem Abschnitt Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt auf Seite 9, die Schüler sollen Informationsbeschaffung betreiben, die Präsenz von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Nationalitäten, Ethnien, Religionen und Weltanschauungen, Lebensformen, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Da steht es auch wieder drin. Und dann heißt es noch als Beispiele Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender, Intersexuelle. Also es ist nach wie vor drin, man hat es nicht rausgenommen. Von daher eine Augenwischerei, möchte ich behaupten. Ihr könnt gerne reinschauen, wer sich da näher interessiert in den Bildungsplan. Nun, liebe Geschwister, ich darf eure Geduld nicht überstrapazieren. Was sagt die Bibel jetzt zu diesen Lehren? Das ist ja für uns der wichtigste Punkt. Und wie können wir als Christen darauf reagieren? Die Bibel sagt ganz klar in 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gleichzeitig sagt Gott der Herr, seid fruchtbar und mehret euch. Und das geht, liebe Geschwister, nur wenn Mann und Frau zusammen sind und nicht Mann und Mann und Frau. Wenn diese Ideologie stimmen würde, ja, dann wären wir alle nicht hier. Dann wären schon bei Adam und Eva die ersten Menschen ausgestorben, wenn Gott nicht Adam und Eva als zwei verschiedene Geschlechter geschaffen hätte. Stellt euch vor, Gott hätte zwei Männer geschaffen. Ja, das wäre es dann auch gewesen, hätten sich nicht fortpflanzen können. Oder zwei Frauen, ja, das geht nicht. Und dann mit diesen ganzen Dingen mit Adoption von Kindern in homosexuelle Beziehungen, das ist ja an sich alles, denke ich, nicht Gottes Schöpferwillen, möchte ich einmal vorsichtig sagen. Die Geschlechter sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sowohl der Mann als auch die Frau haben je ihre geschlechtsspezifischen Eigenarten, Stärken und Schwächen von ihrer Anlage her mitbekommen. Und gerade die Unterschiede machen das Zusammenleben interessant. Wie wäre das, wenn alles gleich wäre? Ja, das will ja der Sozialismus, das ist der Gleichheitswahn. Alles gleich machen. Aber das geht nicht. Auch nicht in der Gesellschaft, auch nicht in der Wirtschaft. Es gibt eben Unterschiede zwischen Menschen. Wir wollen den Schwächeren helfen. Der Mann ist auch in der Bibel aufgerufen, der Frau als dem schwächeren Gefäß zu helfen, ja, zu dienen und sich gegenseitig auch zu dienen. Das sagt uns Gottes Wort. Die Einehe zwischen Mann und Frau ist nach dem Zeugnis der Bibel nicht eine unter mehreren gleichberechtigten Partnerschaftsformen, sondern die einzige, die Gottes Schöpfungsordnung und Schöpfungsauftrag entspricht und von ihm gesegnet und eingesetzt ist. Lesbianismus, Homosexualität und andere Perversionen nennt die Bibel einen Gräuel. Das heißt, es ist in Gottes Augen eine Abscheulichkeit. Das bedeutet dieses Wort, was hier mit Gräuel auch übersetzt werden kann. 3. Mose 18, Römerbrief Kapitel 1, 1. Korinther 6. Wir wollen Betroffenen helfen, damit sie zur sogenannten Heterosexualität finden, also verschiedengeschlechtlichen Beziehungen. Aber Gottes Wille ist das nicht, diese gleichgeschlechtlichen oder anderen abartigen Dinge. Früher war übrigens sogar uneheliches Zusammenleben in Deutschland verboten. Davon redet heute kaum noch jemand, ja. Und die Bibel selber bezeichnet ja jede Art von körperlicher Liebe außerhalb der Ehe, ob es jetzt vor- oder außerehelich ist, als Unzucht und Ehebruch. Nun die Frage, gibt es zu Gender Mainstreaming eine Alternative? Ich habe es am Anfang schon erwähnt, die Alternative lautet Billion Mainstreaming. Mainstream heißt Hauptstrom, ja? Das soll die bestimmende Strömung in der Gesellschaft sein. Nicht Gender, sondern Familie. Vater, Mutter, Kinder. Und deshalb gehen so viele auf die Straßen in Frankreich, haben schon Millionen demonstriert für die Erhaltung der klassischen Familie. Ja, bei uns sind es Tausende in Stuttgart. Ich bin kein Freund von Demonstrationen, aber selbst solche Christen, die noch nie auf der Straße waren, haben gesagt, jetzt müssen wir einfach hingehen. Und auch jetzt wieder ist am 28. Juni eine Demo in Stuttgart. Ich will es einfach mal erwähnen. Keiner soll sich hier gedrängt fühlen. Das ist eine Gewissensentscheidung. Aber wenn wir noch länger schlafen, ja, dann trifft ja letztendlich unsere Kinder. Deshalb sind wir aktiv. Wir beten und arbeiten. Familienmainstreaming. Vater, Mutter und Kinder. Nicht die Auflösung der Geschlechter, sondern die Förderung der Ehe und Familie sollte propagiert werden. Die Familie sollte der Hauptstrom sein und bleiben und jegliche staatliche Unterstützung bekommen, die sie braucht.
In der Bibel steht zu lesen, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. In Matthäus 5, Vers 8, das sagt der Jesus in der Bergpredigt. Und in Hebräer 13, Vers 4, die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Genauso 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wie wunderbar, dass es Befreiung und Erlösung gibt. Ja, wir sollen Widerstand leisten, durch Gebet, aber auch unsere Stimme erheben, solange es noch möglich ist. Und wenn Verfolgung kommt, und Einzelne werden ja schon verfolgt, etwa, wir haben das Beispiel gehört mit dem Sexualkundeunterricht am Anfang, sogar dann ins Gefängnis gehen, weil sie nicht die Überzeugung haben, dass das eine Straftat war, die Kinder davon zu befreien, von diesem Unterricht, wo der so durchgeführt wurde, in schamloser Weise. Wenn Verfolgung kommt, liebe Geschwister, dann gilt es, was auch die Apostel dem Hohen Rat sagten, als er ihnen die Mission, die Evangelisation verbieten wollte. Nämlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Grundsätzlich sind wir loyale Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in unserer Gesellschaft, gemäß Römer 13. Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Sie will die Ordnung aufrechterhalten, die Polizei etwa. Völlig berechtigt und notwendig. Es gibt eben nur eine Grenze des Gehorsams für Christen. Wenn die Obrigkeit etwas tut und verlangt, gegen Gottes eindeutige Gebote, gegen Gottes Wort. Zum Beispiel, wenn sie uns verbietet, von Jesus weiterzusagen. Oder wenn sie uns verbietet, unsere Kinder christlich zu erziehen. Oder wenn sie sagt, ihr müsst jetzt alle gendermäßig euch öffnen und so weiter. Ja, das können wir nicht akzeptieren. Hier müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das kann auch Leiden bedeuten. Wer wird dann dem Herrn noch treu sein? Die Frage stellt sich. Und noch als letzter und wichtigster Punkt, das wäre allein ein ganzes Seminar für eine Woche, ich will es jetzt ganz kurz machen. Was können wir selber für unsere Kinder tun, als gläubige Eltern, um sie vor diesem Zeit- und Weltgeist, dieser Endzeit zu bewahren? Es betrifft jetzt nicht nur diese Gender-Ideologie, sondern überhaupt die endzeitlichen Entwicklungen. Ich möchte einige ganz kurze Punkte nennen. Eine christliche Erziehung in dieser Zeit. Wir sollten selber unseren Kindern glaubwürdige Vorbilder als Christen sein in unserem Leben. Ihnen unsere ganze Liebe schenken. Wir sollen das leben, was wir unseren Kindern sagen. Wir sollen Gott um Kraft bitten, dem Evangelium gemäß zu leben. Dann ist wichtig, dass wir jeden Tag beten für unsere Kinder, dass wir sie dem Herrn anbefehlen, sobald sie das Haus verlassen, sobald sie zur Schule gehen, in den Kindergarten oder zum Studium oder zur Ausbildung oder wie auch immer, ja, dass wir sie mit Gebetshänden tragen. Und dann ist auch wichtig, dass wir ihre Herzen mit dem Positiven füllen. Seht ihr, wenn man ein Glas hat, da kann man sagen, das ist jetzt noch ziemlich voll, es ist gefüllt. Ich habe es jetzt gefüllt mit Wasser. Es kann mir keiner irgendwie Gift oder was reinschütten, weil das Glas schon voll ist. Gut, man könnte das Wasser reintun, aber es ist ein anderes Beispiel. Aber es ist jetzt klares Wasser. Man kann also jetzt da keine Jauche oder was reintun, es würde jetzt nicht mehr reinpassen. Und so ist es, wenn die Herzen der Kinder gefüllt sind mit dem Guten, mit dem Positiven, dann werden sie viel mehr Widerstandskraft haben gegen das Böse, gegen die Verführung. Und deshalb wollen wir sie füllen, ja, mit Gebetshänden tragen, aber auch füllen mit dem Wort Gottes, dass sie auch unter das Wort kommen, in die Kinderstunde, in die Sonntagsschule, dass sie das Wort freudig aufnehmen, auch so interessant die Geschichten erzählen, dass sie gerne zuhören, ja, und auch selber ihnen von klein auf biblische Geschichten erzählen. Wer das Echte kennt, kann das Unechte davon unterscheiden. Die Kinder müssen nicht den Schmutz der Welt kennen, um davor gewarnt zu sein, im Gegenteil, sondern sie sollen das gute, reine, saubere Gotteswort kennen. Dann merken sie selber, da stimmt was nicht, da ist etwas Unreines, da ist Sünde, da ist was Böses. Das gilt auch für uns als Erwachsene genauso. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen, sondern uns stärken lassen, jede Woche mehrfach in der Versammlung, aber auch zu Hause durch Hausandachten.
Ja, führen Sie mit Ihren Kindern auch zu Hause Hausandacht durch. Singen Sie dabei auch gute christliche Lieder. Keine Rock- und Popmusik, aber gute geistliche, tiefgehende Lieder. Nicht solche oberflächlichen, wie es heute leider oft der Fall ist. Reden Sie mit Ihren Kindern und hören Sie ihnen aber auch zu. Haben Sie ein offenes Ohr für sie. Die Kinder, gerade wenn sie von der Schule kommen, haben viel mitzuteilen. Und das sollten wir uns wirklich Zeit nehmen, damit sie das alles auch abarbeiten können, was sie vom Schulalltag beschäftigt. Da passiert ja vieles Schönes, aber auch weniger Schönes. Und das wollen sie dann mitteilen. Unternehmen Sie auch viel mit Ihren Kindern. Ausflüge, Wanderungen, Radtouren, in die Schöpfung gehen, damit sie auch viel Gemeinsames haben und Erinnerungen, die schön sind, an denen man sich freuen kann. Holen Sie auch aus der virtuellen Scheinwelt heraus, nicht, dass Sie nicht immer nur vor Bildschirmen sitzen. Das ist an sich nicht normal, ja, sondern die Welt ist draußen. Gott hat es so wunderbar geschaffen, dass wir da uns freuen dürfen. Frische Luft, klares Wasser, strahlende Sonne, auch erfrischender Regen. Das ist so herrlich. Zurzeit freue ich mich jeden Tag am Vogelgesang. Bei uns brühen zum Beispiel kleine Meisen in einem hohlen Apfelbaumstamm. Das beobachten wir immer, wie sie da ihre Jungen füttern mit den Würmchen. Das ist wunderbar für Kinder. Unsere Kinder sind vorhin noch auf den Baum hochgeklettert, haben versucht zu sehen, ob sie diese Meisenbabys, die kleinen Meischen, schon entdecken können. Ist das nicht herrlich? Machen Sie auch Familienfeste. Ich denke, da ist kein Mangel in unseren Kreisen. Ja, das ist auch etwas, was für die Kinder sehr stärkend und erbauend ist. Laden Sie aber auch andere Geschwister dazu ein. Das kann auch eine Bereicherung sein. Überhaupt, wenn Kinder in der Gemeinde sind, dass man sich austauscht und sieht, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt auch noch andere gläubige Familien. Spielen Sie mit Ihren Kindern gute, altbewährte Spiele als ganze Familie. Es gibt schöne Brettspiele, nicht? Aus unserer Kindheit kennen wir das sicher. Also Mensch, ärgere dich nicht, obwohl ich mir da auch manchmal ärgere. Ja, aber man muss immer sich bedenken, dass es ja nur ein Spiel ist. Und ein guter Verlierer ist immer das Schönste beim Spiel. Ja, das versuche ich unseren Kindern immer vorzuleben. Wenn ich verliere, ich reg mich gar nicht auf. Zumindest zeige ich es nicht. Ja. Nein, aber das ist auch schön, wenn man dann so gemeinsam etwas macht. Lesen Sie auch die Schulbücher Ihrer Kinder. Haben Sie schon mal reingeguckt in die Schulbücher? Ja, wir haben ja keine Zeit, aber es ist doch wichtig. Die Kinder sind die Zukunft. Ja. Reden Sie mit den Kindern, wenn Sie darin problematische Inhalte entdecken. Zum Beispiel Hexen, Monster, Geister, antiautoritäre Pädagogik, freizügige Texte und Bilder, Gotteslästerung, Evolutionslehre und so weiter. Reden Sie mit den Kindern darüber, wie die Bibel das sieht, wie wir das als Christen sehen, wie Gott das sieht. Und geben Sie ihnen aber auch gute Argumente. Es gibt gute christliche Literatur, die viele dieser Dinge widerlegen, etwa gegen die Evolution. Ja, da gibt es viele gläubige Wissenschaftler, die das in Büchern ausführlich widerlegt haben. Ich nenne hier nur einen Namen, Professor Werner Gitt und auch viele andere. Seien Sie konsequent und halten Sie Ihre Kinder fern, wenn an der Schule Veranstaltungen laufen, an denen Christen nicht teilnehmen können. Das gibt es leider auch an staatlichen Schulen insbesondere. In christlichen weniger, kann auch mal sein, es ist vielleicht nicht mit allem einiges. Aber wir haben ja unsere Kinder zuerst an der staatlichen Schule gehabt, jetzt an der christlichen. Es ist schon wie Feuer und Wasser, ja, es ist schon ein großer Unterschied. Ob man ein Schulfest macht über eine Hexe oder ein Schulfest über die Königin Esther. Ja, das sind also Welten dazwischen. Ihr versteht, was ich meine, ne? Das ist schon ein anderer Geist. Und dann möchte ich etwas sagen, es gibt ja auf manchen Dörfern noch Schulen, wo die Welt noch halbwegs in Ordnung ist, dann muss man sie ja nicht abmelden, wenn das noch gut geht, wenn man mit den Lehrern ein gutes Verhältnis hat, wenn vielleicht sogar gläubige Lehrer in staatlichen Schulen noch sind, das gibt es ja auch vereinzelt. Aber wenn das nicht möglich ist, wenn wirklich alles drunter und drüber geht an diesen staatlichen Schulen, dann sollte man doch überlegen, auch wenn es vielleicht ein bisschen was kostet, es sind ja Privatschulen, sie bei einer biblisch klarstehenden christlichen Schule anzumelden. Hier im Umkreis haben wir ja 3 christliche Schulen, in Kalf, in Kleinsteinbach und in Lomersheim zum Beispiel. Ja. Unsere Kinder sind in Lomersheim und das ist doch ein großer Segen. Gerade heute waren doch andere Kinder von der Klasse da. Wir konnten alle zusammen beten nach dem Mittagessen. Hat ein Kind nach dem anderen gebetet, auch von den anderen Familien. Das ist schon ein Erlebnis.
Dann auch zum Thema Sexualität. Klären Sie Ihre Kinder auf, bevor andere es tun. Diese geheimen Miterzieher in den Medien und so weiter. Aber es ist etwas ganz Natürliches, was Gott geschenkt hat, was in die Ehe gehört. Und dann etwas ganz Normales und Wunderbares ist, nur der Teufel und seine Helfer machen etwas Schmutziges daraus. Muss man sich einfach klar machen. Man kann das den Kindern liebevoll, sachlich erklären. Ein weiterer wichtiger Aspekt, nennen Sie Ihren Kindern Argumente, wenn Sie ihnen etwas verbieten. Nicht einfach sagen, das machen wir nicht, fertig und so. Die Kinder wollen schon auch wissen, ja warum, warum ist das nicht gut? Da kann man sagen, ja, wenn du die Herdplatte anfasst, dann verbrennst du dir die Finger. Oder wenn du dich auf mit irgendwelchen Seiten beschäftigst, die nicht gut sind, dann schadet das deiner Seele. Dann zieh dich das von Gott weg, kommst du in die Verdammnis. Kann man ganz nüchtern erklären, ja, etwa im Internet oder bei Handys. Da gibt es ja auch viele Dinge, die nicht gut sind. Aber man muss eben Argumente nennen und erklären, warum diese Dinge vom Bösen sind. Wichtiger ist aber eben mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Vorbild spricht immer mehr als die Worte. Ja, wenn ich selber nicht konsequent bin, kann ich es von den Kindern auch nicht erwarten. Das ist das Problem. Ja. Wenn ich selber süchtig bin und abhängig, wie kann ich dann von den Kindern erwarten, dass die frei sind von allen Bindungen, von allen unguten Bindungen? Ich komme so langsam zum Ende. Wenn ich sage langsam zum Ende, dann geht es höchstens noch 10 Minuten. Nehmen Sie Ihre Kinder mit in Ihre christliche Gemeinde. Ich denke, die meisten hier tun das ja sowieso. Aber es ist nicht immer selbstverständlich, gerade auch wenn sie größer werden. Aber es sollte eben eine bibeltreue Gemeinde sein, ich sage das jetzt mal allgemein, in der Jesus Christus und sein unverfälschtes Wort im Mittelpunkt steht. Nicht in eine liberale oder ökumenisierte oder verweltlichte Gemeinde, wo die Bibelkritik schon eingebrochen ist. Gerade heute rief mich wieder ein Bruder an aus einer Gemeinde in Norddeutschland. Sie können jetzt dort nicht mehr bleiben, sie müssen austreten. Es ist nicht mehr zu ertragen. Es läuft ab wie eine Showveranstaltung. Und da werden Menschen bejubelt, weil sie beim Marathonlauf mitgemacht haben. Und also nicht mehr Gottes Ehre im Mittelpunkt, sondern des Menschen Ehre. Und wenn sich das verschiebt zur Menschenverherrlichung, dann stimmt etwas nicht. Der Herr soll im Mittelpunkt stehen in einer christlichen Gemeinde. Und wenn dann schon angefangen wird mit Klatschen, ja, dann ist schon der Wurm drin. Wir wollen dem Herrn die Ehre geben, aber das tun wir von Herzen und da müssen wir nicht dauernd irgendwie solche weltlichen Dinge machen. Nehmen Sie sie mit in Ihre christliche Gemeinde, die eine bibeltreue Gemeinde sein soll, in der die Heiligkeit Gottes gewahrt ist im Hause Gottes, wo auch es ein Haus der Andacht ist, der Aufmerksamkeit für das Wort, wo jeder wirklich Hunger hat nach dem, was er auch hört. Ja, und geben Sie Ihren Kindern auch Zeugnis von Ihren Erfahrungen, die Sie mit dem Herrn machen. Wenn Sie eine gute Erfahrung mit Jesus gemacht haben, dann sagen Sie es ruhig weiter. Bei uns ist es zum Beispiel meistens nach den Missionseinsätzen, da erzähle ich Ihnen so positive Begegnungen, die negative nicht so sehr. Es gibt manchmal auch komische Leute, die man in der Stadt trifft, die ganz komische Ansichten haben, solche Sekten und so. Aber wir erzählen das Ermutigende, wenn sich jemand vielleicht sogar bekehrt hat. Das ist dann natürlich der allerhöchste Höhepunkt. Oder wenn Menschen offen waren, Traktate genommen haben, wenn sie Fragen hatten, die wir beantworten konnten. Das ist auch für die Kinder eine Ermutigung. Und das kann auch in der Nachbarschaft sein oder wo immer wir Kontakte mit Menschen haben, denen wir Zeugnis von unserem Glauben geben dürfen. Also berichten Sie Ihren Kindern von Ihren insbesondere positiven Erfahrungen, die Sie mit dem Herrn haben. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Eheleben in Ordnung ist. Es gibt auch in der besten christlichsten Ehe mal Situationen, wo man sich nicht einig ist. Ja, muss ich jetzt nicht fragen, ob ihr das auch schon erlebt habt. Gerade gestern war ich mit einem Bruder zusammen, der hat mir so von seiner Frau vorgeschwärmt. Der hat gesagt, ja, wie ist das denn bei euch? Warum schwärmst du da und so von deiner Frau? Ja, das ist so toll bei uns. Wir sind beide so kompromissbereit, hat er gesagt. Das fand ich eine schöne Antwort. Beide sind kompromissbereit. Ja, ist schon ein wichtiger Aspekt von einer guten Ehe. Wenn einer immer stur ist und andere immer nachgeben muss, ist keine gute Grundlage. Beide müssen offen sein. Wenn natürlich dann beide Christen sind und auch im Gebet miteinander sich vor dem Herrn neigen können und auch einander vergeben können im Angesicht Gottes, dann ist es eine wunderbare Grundlage für eine glückliche Ehe. Wie gut, wenn man auch spätestens dann vor dem Schlafengehen nochmal im Gebet sich
auch als Ehepaar trifft und dann vor dem Herrn alles bereinigt, was vielleicht nicht gut war an diesem Tag. Achten Sie darauf, dass Ihr Eheleben in Ordnung ist. Und ich schließe jetzt wirklich mit einem Zitat aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Das ist das Shema Israel, höre Israel. Aber was hier für Israel gesagt ist, gilt im geistlichen Sinne auch für uns als Gemeinde des neuen Bundes. Und zwar geht es hier um die oberste Richtschnur jeder christlichen Erziehung, damit unsere Kinder gewappnet sind vor dem bösen Zeit- und Weltgeist. Und da steht, schon vor Jahrtausenden hat Gott der Herr das seinem Boten Mose geoffenbart. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Soweit das Wort Gottes. Die Israeliten, die machen das heute noch wörtlich. Die machen sich eine Mesusa an die Tür, wo so ein dieses drinsteht, oder binden sich auf die Stirn oder diese Armriemen, habt ihr vielleicht schon gesehen auf Bildern oder in Israel. Aber ich denke, wichtiger ist hier der geistliche Gehalt, was hier steht, was wir auch beherzigen möchten, dass das Wort Gottes, das wir auch unseren Kindern weitergeben möchten, wirklich, ja, wir es von ganzem Herzen tun, von ganzer Seele, von aller Kraft, diese Liebe zu Gott, zum Herrn, dass wir das den Kindern groß machen. Wir haben einen wichtigen Auftrag bekommen in der Erziehung, auch in der Bewahrung, dass wir eine gute Schutzmauer um die Kinder bauen durch das Gebet und auch durch die Informationen, die wir ihnen geben, damit sie auf dem schmalen Wege bleiben und an das himmlische, an das herrliche Ziel kommen. Ich möchte noch bitten, dass wir uns erheben und beten.